Moin meine YouTube und herzlich willkommen zum Case Opening von Duelist Nexus. Ja, wir haben bereits letzte Woche ein sehr cooles Pre-Release Opening von diesem Set gemacht, wo wir mit dem allerletzten Booster in dem Display nochmal sehr positiv überrascht worden sind. Und heute öffnen wir nun ein ganzes Case davon. Ich bin gespannt. Wir haben ja bisher mit Battles of Legend and Monsters Revenge, das war das letzte Set, was auch Quarter Century Secret Rares drin gehabt hatte. Oder, ja, Quarter Century Secret Rares, ich wollte 25th Anniversary Secret Rares sagen. Okay, whatever. Auch drin enthalten hatte. Und wo wir halt drei Stück gezogen hatten aus einem Case. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Ratio gleich bleibt, weil ich habe gehört, dass einige mal ein bisschen mehr gezogen haben. Und ob wir hier vielleicht auch die Ratio erhöhen können. Bin mal gespannt, was wir daraus ziehen werden. Ich würde sagen, steigen wir ein und gucken mal, was Duelist Nexus für uns bereithält. So, da sind wir und heute haben wir einen neuen Opener quasi mit dabei, den guten Louis, der sonst auch immer öfters war auf unseren Turnieren dabei, weil den wir auch als Mr. L genannt haben. Hallo! Ich würde sagen, wir steigen ein. Jeder nimmt sich vier Displays und dann schauen wir mal, was wir daraus ziehen. Und ja, wir können ja mal so ein bisschen noch schnacken. Du willst ja auch ein bisschen was aus dem Set von mir leihen, habe ich gehört. Was ist denn das? Ja, also ich hoffe mal, es klappt. So ein Playset Revolution Synchrons wäre... In Quarter Century? weil man sieht ja drei pro Case ungefähr. Ich gebe mein Bestes. Das wäre möglich. Wir hatten ja bei unserem Opening, hatten wir Doppel Dante gehabt bei Battles of Legend. Das heißt, es kann sein, dass man eine mehrfach zieht. So, und dann, ja, wir halten das einfach rein und ziehen das dann durch. Und dann die Super Rares. Was ist das, ein Doggo? Ich glaube nicht. Und die Super Rares kannst du bei dir erstmal zur Seite. Was ist das, ein Doggo? Das sind die ja losgekettet. Das sind Doggos. Das sind mehrere Doggos. Was ist das, ein Doggo? Was für ein geiles Set! Ja. Super Rare. Was ist das denn für ein geiles Set? Warum erzählt mir das keiner? Naja, vielleicht will man auch die Überraschung hier belassen, dass du noch ein bisschen überrascht sein kannst. Oh, was ist das? Slipnir. Ah, das ist die neue Runic, ne? Ich weiß gar nicht, wie gut die ist, ehrlich gesagt. Ich habe die schon wieder total vergessen nach meinen News-Videos, was die eigentlich dem bringt. Konnte die nicht auch nochmal irgendwas recyceln oder nochmal adden? Ich weiß auch nicht mehr. Oh, die nächste relevante Karte. Ja, die nächste sehr gute Karte. Ich muss ehrlich sein, ich weiß nicht, wie du dich dabei fühlst. Ich finde es ein bisschen scheiße. Schade, dass das Set so abschmiert, muss ich sagen, gerade. Also zum Release ist es jetzt nicht so. Ich hätte gedacht, wegen den Quarter Centuries, dass die Leute ein bisschen mehr Incentive haben. Und es ist halt so viel gute Decks drin. Ja. Aber es ist jetzt, finde ich, auch nicht so meta-changing wie die Sets davor. Ja, aber es supportet ja auf jeden Fall Decks, die. Also quasi, man muss nur Cores haben und muss nur noch hinzufügen, sagen wir es mal so. Das ist wirklich mal eine Erweiterung und kein Core-Set im Sinne von, man möchte nur Core-Karten haben. Das stimmt. Ach. Oh, ja, das ist auch nochmal eine Frage. Mal ein neues. Die Frage ist halt, wie das nachher nochmal wird. Also zu Beginn wahrscheinlich eher noch nicht so. Aber mit der zweiten Support könnte ja noch gut werden. Ich finde es so schade, weil Pioli wird ziemlich gut. Alter Geist wird interesting. Weiß ich nicht, wie gut das wird. Da habe ich mich damit jetzt wirklich im OCG nicht beschäftigt. Rescue Ace? Ich meine, Rescue Ace. Das ist die Karte gewesen, weswegen er das Premier Event gewonnen hat. Aber nicht in der Rarity. Wow. Genau, also Rescue Ace kriegt ja nicht noch Support, der gut ist. Was haben wir noch? Ja, also ich weiß nicht, wie relevant der jetzt ist. Also ich denke mal, Purely wird auf jeden Fall relevant mit dem neuen Xyz Monster. Ich kann mir halt vorstellen, dass Christina vielleicht noch was macht. Ich sehe es als Engine irgendwo, irgendwie. Aber ich weiß noch nicht, womit. Muss ich ehrlich sein. Oh, pff, die nächste. gerne weniger. Ja, was ich möchte, sind Revolution Synchrons, obviously. Yeah. Und ich möchte Dark Corridore. Das ist das, was ich brauche. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Karte für Dark Worlds. Das macht die jetzt nicht Meta-Breaking oder so, aber es macht sie auf jeden Fall more consistent. Und was ist denn das für ein geiles Set? Wir sind ja nur Hunde drin. Und sobald Kashtira weg ist, hat Darkwood auch ein bisschen mehr Spaß. Ich glaube, ich muss mir auch ein Display kaufen. Du kannst ja mal so nochmal so einen kleinen Recap machen, von wie du das Premiere-Event gefühlt hast, weil du ja nicht in unserem Video warst. Ja, yeah, also grundsätzlich fand ich, war es eines der besten Sets, die es für Premiere-Events gab. Sehr gut, das war auch unser Resümee. Wegen der Hunde, ne? Also
Ja, unter anderem wegen der Hunde. Du warst beim letzten Mal auch dabei, ne? Beim letzten Set. Das war ja grausam. Unglaublich schwer zu spielen. Also, oh, nice. Ich sag mal, dieses Mal gab's halt nicht eine Karte oder einen Satz von Karten, wo du wusstest, wenn ich die habe, gewinne ich das Event. Ja. Oder die kann ich nicht mehr outen. Sondern es war ziemlich fair, fand ich. Und selbst wenn man gut gezogen hat, gab es immer noch Karten, die das Ganze outen konnten. Ich glaube, ich habe gegen kein richtig schlechtes Deck gespielt. Nee, also ich muss, also unser Resümee ist einmal so, du hattest erstmal die Auswahl. Ich habe halt gefühlt, nach den ersten drei Matchups habe ich irgendwie drei unterschiedliche Spielstrategien gesehen, die ich ja zum Teil ja gar nicht gezogen hatte, was mich überrascht hatte. Was ich gut fand, ist wirklich Removal. Es gab vier unterschiedliche Arten von Removal, womit man auch diese... Normalerweise ist ja ein Sneak wird geprägt von dem Monster, was nicht durch Kampf zerstört werden kann. Aber hier war es so, ja, sie ist gut, aber sie ist auch removable. Und was ich bei der letzten Sneak absolut scheußlich fand, so viele Spelltraps und Extra-Deck-Monster, die du nicht verwenden konntest und kein Deck draus bauen konntest. Ich glaube, ich musste mit drei auffüllen oder so. Ich meine, das war auch mal eine Ausnahme, dass man tatsächlich die Extra-Deck-Monster holen konnte. Also, und das auch, ja. Also relativ konstant sogar. Rank 4s, Level 7 Synchros konnte man raushauen. Ja, genau, sogar 2 7er Synchros. Ja. Stimmt, Daniel hatte gegen mich wirklich beide, den Gaia und den anderen da rausgepfeffert. Aber ich glaube sogar illegal, weil den Flipper darf man dafür nicht verwenden, hat mir einer in den Kommentaren geschrieben. Die darf man ja nur für bestimmte Monster als Material benutzen oder so. Ich habe ihn mir nicht noch ein bisschen gelesen, ich hatte eh keinen Weg, um ihn zu verwerten. 2-1 Death. Ich weiß nicht, wie Daniel wegliegt, so, Digga, der 2-1 Death. Beste Karte. Ja, und auch so viele gute Tribute-Monster, unterschiedliche Summoning-Mechaniken. Das Einzige, was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist, dass man nicht wirklich pendeln konnte. Da ist ja auch noch so eine Story von einer Sneak Peek, wo du gut gependelt hast. Ja, also gut pendeln mag ich eigentlich ganz gerne auf Sneaks, aber... Macht so einfach, ne? Diese Tribute-Summon brauchst du nicht mehr, einfach pendeln. Ja, aber ich meine, auf der Sneak war es auch mit viel Aufwand verbunden mit der Patissielle. Ja, mit deiner, aber du hast es ja hingekriegt. Ja, mit den Predator Plans reingefusion. Die konntest du wieder aus der Zone Special oder aus dem Extra? Ich weiß nicht, irgendwie hast du die immer wieder verwertet. Ich glaube, wenn die... Nee, die konnte die... Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, die hat selber was aus der Scale gespecialt. Ah ja, okay. Das war halt so insane, also... Ja, und da war doch noch das Synchro-Pendel-Monster dabei in dem Set. Ach, der Symphonische! Ja. Der Symphonic, genau. Der, ne? Ja, der den, war... Den halt... habe ich auch mit rausgeholt. Ja, also das war echt broken. Pack die mal übereinander hier. Ich glaub, die ja, aber dann die coole Karte gleich rüber. was hältst du davon eigentlich, dass wir jetzt den neuen Illusion-Type haben? Dass wir mal wieder einen neuen Type haben? Also, ich sag mal, jetzt stört es mich nicht so sehr, wie ich Cybers irgendwie komisch fand. Ja. Und ich glaube, es ist einfach eine Gewöhnungssache. Also, ich frage mich, wie lange sie diesen ersten Clause beibehalten, dass sie nicht durch Kampf zerstört werden können und nichts durch Kampf zerstören können. Ja. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass... Ja, das wird sich noch ändern. Dass denen irgendwann mal der Flavor verloren geht. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, als damals die Rank 1s alle rauskamen, die waren immer 3 Material. Und das war dann so quasi Grundregel, die können nur 3 Material haben. So, das haben sie auch immer. Also Grundregel nicht, aber das war so, also Rank 1s haben immer nur 3 Mitschüle oder mehr. Das wäre auch unfair. Ja. Aber ich muss sagen, ich kann mich gut dran freuen. Ich finde es ein bisschen schade, es ist eigentlich zu spät, weil wenn man sich so die Yu-Gi-Oh!-Historie anguckt, da wären sehr viele Illusion-Monster schon dabei gewesen. Mhm. Weil die haben es auch so erklärt damals, dass eigentlich das hätte so kommen sollen mit den Magicians und so und den Karten, die halt Pegasus gespielt hat, wäre einiges Illusion-Typing-mäßig mit dabei. Haben sie jetzt im Namen, aber halt nicht im Type. Und ich muss sagen, das passt eigentlich sehr gut. Ich fand es immer so schwierig mit den Worms, muss ich sagen. Cybers konnte ich gut unterscheiden, weil Maschine war für mich, okay, es ist halt Hardware und das andere ist quasi Software, weißt du? Das konnte ich immer gut unterscheiden. Aber bei Worms war ich immer so, ja, dieses geisterliche, spiritmäßig, so ein bisschen Drache. Ich weiß nicht, ihr wollt einfach nur Drache 2 haben. Ja. Und mit Psyche, das fand ich eigentlich ganz gut. Das hat eigentlich sehr gut gepasst damals. Ja, das war für mich auch noch zu einer Zeit, wo ich das einfach nicht hinterfragt habe, dass es ein neues Teil gibt. Ja. Ist doch interessant, die haben dann 2008 mit 5Ds kam Psyche, dann kam zu Sechsel kam nichts, dann kam zu Arc 5 ein neuer Type mit Worm, dann kam zum nächsten Anime direkt dahinter ein neuer Type mit Cybers, dann kam erstmal wieder nichts. Oh! Die nächste. Du ziehst aber gut Kaiser King Charles hier.
Also vielleicht schaffen wir mehr als drei. Das ist mein Ziel. Ich hoffe, wir ziehen vier. Das wäre richtig nice. Ich habe gehört, dass Leute aus Battles of Legends zum Teil 4 oder 5 gezogen haben. Genau, und dann kam das raus, dann hatten wir 2020 die neuen Rulings, Sevens parallel, kam auch wieder nichts und jetzt haben wir wieder was Neues. Ja. Ja, also ich muss auch sagen, ich finde selbst die erste Wave von Illusion Monstern finde ich eigentlich recht interessant. Ja. Also ich glaube nicht, dass sie wirklich stark werden, aber ich glaube so auf Locals kann man das vielleicht mal ausprobieren. Ja, Illusion, habe ich so das Gefühl, es veranlagt sich wieder so für zum Chaos-Support so irgendwie. Das ist wieder so lichtfinsternisch. Und mal gucken, also Konami kann auch schnell mit den neuen Types auch abdönern. Also, Freunde! Oh, warte, also, die Destina, wow! Da hat jemand... Also entweder haben wir richtig Glück. Ja, oder wirklich jedes zweite Display kannst du, glaube ich, hier hinnehmen, oder? Ja, genau. Und nochmal den als Secret. Habe ich falsch geguckt, danke. Wow. Du sollst öfters zum Opening vorbeikommen. Ja, also ich meine, selber habe ich noch nichts gezogen, aber. Warte mal. Bin ich noch beim ersten oder beim zweiten Display? Ich war ganz verwirrt so. Habe ich das einfach aus einem Display gezogen? Das wäre ich so. Hätte mich auch sehr gewundert. Ich ziehe einfach immer weiter Albtraum-Magier. Das ist passend zu dem Thema, außer dass du halt die Quarter gezogen hast. Also, ich meine, auf der Sneak hätte ich einen Playset. Lieber Bastard, also hätte ich so ein Playset gezogen, wäre ich ausgestiegen. Jedes Game, wo ich ihn gezogen habe, habe ich gewonnen. Über die anderen reden wir nicht. Ja. Aber ich fand tatsächlich auf der Sneak das Stärkste waren eigentlich die Kombo aus dem Lemneria Monster und der Falle. Ich hatte nur die Falle. Und ich hatte keine Mega-Mod. Ich hatte zwar diesen Behemoth-Szene, aber ich hatte ihn schon dreimal, so ich brauche die nicht nochmal dazu. Ja. Die hattet ihr aber alles. Ja. Ja, also ich hatte die Kombi nicht aus der Falle und dem Monster, ich hatte nur das Monster. Daniel hat ja sogar noch die Super Rare von dem Thema aufgezogen. Daniel hat sowieso ganz verrückt gezogen. Ah, der hätte das Ding auch gewinnen müssen. Ja. Er hat nämlich dann nachher den 1-8 Attack 4er Tristina. Erst dann gelesen und hat gemerkt, er kann sich aus dem Grave reborn. Das hätte er auch mal nutzen können, ein paar Mal. Hat er gar nicht auf dem Tacho gehabt. Ist ihm im Video aufgefallen, das war die andere, die er hatte. Ich so, oh, ja, das hätte vielleicht ein paar Games für dich reißen können, weil so ein gratis 1,8er Beatstick kann man nicht nein sagen. Hatte er die Falle oder was hatte er dafür? Ich glaube, ja. Wenn er die Falle offen hatte, hätte er sie special können und ich hab. Ja. Er hatte, glaube ich, den Type damit verwechselt. Ich glaube, er dachte, es wäre Wasser oder so gewesen, die Falle. Warum auch immer. Und deswegen hat er das irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Er hat einfach nur seine Karten lesen sollen, wie jeder Jugendspieler. Oh. Also entweder haben wir jetzt schon alle Quarter Centuries oder wir würden richtig abdönern, oder? Nee, dann kommen noch welche. Ich bin super wichtig. Natürlich, ja, Revolution Synchron wäre natürlich die most nuts. Aber ich fände natürlich auch... Wir haben immer noch keinen Dark Corridor. Wo ist der Dark Corridor schon? Was ist das? Ich muss nachher noch eine Line wahrscheinlich. Ich will das Deck spielen am Wochenende. Ja, ich fand der Revolution Synchron, der ist ja auch einmal in Quarter Century gezogen worden auf der Sneak. Ja. Der sah schon sehr, sehr saftig aus. Ja. Also, da hätte ich auch nicht Nein gesagt. Also, wir sind ja nicht weit weg, wir müssen nur einen zweiten ziehen. Daniel hat er sonst noch den dritten. Den können wir auch noch leiden. Ansonsten sehr viel random Support, sehr viele unterschiedliche Decks drin, Evoltil, Evolsaurier, ganz viel Dino-Stuff auch, der gar nicht mal so schlecht war auf der Sneak. Removal war ja mit dabei, mit meinem Special Summon. Losgekettet wird auch eine interessante Choice werden. Ich habe ja, hab gesehen, wie einige Leute damit rumgespielt haben, in der OCG, und so alle möglichen komischen Deckstrategien mit Destruction da ausprobieren jetzt. Vielleicht finden sie bei uns noch irgendwas aus dem Team. Endlich mal Crimson Dragon, sehr nice. Ja. Warum hast du dich eigentlich gegen ihn entschieden? Also ich wusste, dass er sehr teuer ist. Aber nicht so teuer? Nee, also ich hatte das auf dem Schirm, ich hatte so 20 Euro auf dem Schirm für die Promo. Aber ich fand die Matte, als ich sie gesehen habe, irgendwie noch ein bisschen ansprechender. Und ich habe gedacht, der vergammelt bei mir im Bein da wahrscheinlich. Das ist übrigens das Doppelte. Ja. Aber jetzt haben wir eine Ultra und eine Secret. Mal gucken, den gibt es ja auch noch mal in Quarter Century. Den gibt es in 3 Rarities jetzt in dem Set, das ist auch interesting. Haben wir auch schon länger nicht mehr gehabt. In einem Hauptset. Ja, aber die Matte ist natürlich auch eine schöne Choice. Nur zu Ghost-Zeit. Ich sag mal so, die Matte wäre oder so auf dem Tisch gelandet. Genau. Ja, und ich sag mal, so musste sich Daniel auch nicht ärgern.
Ihr hattet Glück gehabt, dass ihr dann der gleiche Platz wart, weil eigentlich hätte man ja nochmal den neuen Tiebreaker ranziehen müssen, hätten wir den dritten Platz und dann hätte man das auslosen müssen, den letzten Preis. Ich war sehr überrascht, als auf einmal die Durchsage kam, dass ich Zweiter war, weil das ja irgendwie, wahrscheinlich irgendwie nach Nachnamen sortiert war oder so. Oder nach Vornamen. Nee, es war ja wirklich wegen Punkten. Achso, du meinst wegen euch beiden? Ja, genau. Das kann sein. Weil, also ich kann es mir ansonsten nicht vorstellen oder halt einfach zufällig, weil wir hatten ja exakt den gleichen Tiebreaker. Ja, aber dann ist es ja egal. Dann ist es ja egal gewesen, weil ich habe die zwei nicht gesehen. Ich habe mich halt so totgelacht, weil ich dachte, Daniel ist Dritter. Und dann so, nee, wir haben zwei Zweite. Was? Ja. Ach so. Oh, was ist das? Das da? Hm? Das sind verbeutete Verratsschlangenauge. Ja, die ist... das war dieses... Support im nächsten Set. Das ist dieses Schlangenauge ist das Thema, glaube ich, ne? Ja. Snake Eyes. Das... Ist da überhaupt irgendwas drinnen für das Thema hier drin? Nee, hier noch nicht. Nur das Ding? Das war auch davor noch nicht bekannt, glaube ich, dass die dazugehört. Das ist, glaube ich, erst mit den letzten Reveals. Ah, okay. Dazu gekommen. Lass mich mal kurz überlegen. Die wird auch nur so behandelt. Ja, interesting. Da bin ich auch mal gespannt. Das sieht, finde ich, nach einem Thema aus, was wirklich Potenzial hat. Ja, Age of Overlord, das ist so ein Deck, so ein Set, das könnte reinhauen. Da ist, also alleine schon dieses neue Visas-Monster, also dieses neue Thema. Alter, das Ding ist ja, das Ding macht alles. Das Ding macht alles. Was war das? Er sucht sich direkt das Removal gegen den Gegner. Oh. Ah, guck mal, die schlechteste Secret. Oh! Warum heißt der Lars? Warum heißt der Lars? Kommt aus Solda, Lagia, Dolka und Lars. Das ist der dänische Bruder. ja, das ist. Brauchen wir nicht mehr davon. Oh, noch eine Noir, nehmen wir gerne mit. Ist ein guter Ultra Rare. Das gesamte Deck habe ich auch noch. Könnte ich theoretisch spielen. Oder auch theoretisch jetzt wieder loswerden, weil ich wusste es, ich habe die Preise in den letzten Tagen beobachtet, lalalala, das kommt wieder dorthin zurück, wo es vorher war. Wenn keine Bayless kommt, das war halt die einzige, vielleicht Problem, was hätte noch kommen können, dass sie nochmal sagen, ach, tsch, noch mal ins Gesicht. Also ich glaube, dass sie dem Set, dass sie dem Deck nochmal ein Format geben, wo es wirklich gut mitspielen kann. Aber nicht komplett Full Power. Losgekettet. Oh, haben wir auch noch. Alter, wow. Das kommt immer wieder. Ich habe auch gar keinen Überblick gerade, wovon wir was haben, weil normalerweise ist das Thema das so, dass wir Secrets und Ultras untereinander, da kann man die ein bisschen abzählen einfacher. Jetzt habe ich überhaupt keinen Überblick. Ja, und überall liegt ja eh eine Quarter Century oben drauf. Och nö, warum? Ich will nicht so viele davon haben. Ich bin froh, dass es nicht Glas ist. Wir haben ja auch. Ja, nee, lieber. Dann habe ich mit wenigstens Blech, aber hier haben wir schon die Quarter. Im nächsten Set einfach richtig. Kranker Destina-Support und dann hast du direkt den Stock. Das ist so wie bei Cyberstorm Access, wo ich ja 8-mal, glaube ich, viel Glück beim nächsten Mal gezogen habe. In Secret Rare, das war so, danke, oder 7, glaube ich mal. Und im Set davor die andere Search-Karte von denen in Secret auch 6-mal aus dem Case, wo ich mir dachte, ich warte immer noch drauf, dass es richtig gut wird. Ich hab's mal gespielt. Gold Pride, ja. Von viel Glück beim nächsten Mal, so richtig so schäbig so ins Gesicht gespuckt, weißt du, so, ja, viel Glück beim nächsten Mal. Aber ich muss sagen, also zumindest aus dem Licht, die Quarter Century sehen schon verdammt aus wie Stardust. Also ja, ich habe hier, ich muss gleich mal gucken. Viele sagen auch, und ich muss dem so ein bisschen zustimmen, dass die Starlights, die wir hier haben, nicht ganz so aussehen wie die Götter Starlights, die wir hatten. Die Starlights, die Quarter Centuries, die haben einfach mehr Wumms drauf. Die sind einfach viel more bling. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist, aber die sind halt quasi in so einem doppelten Strich. Die sehen nicht so heftig mehr aus, seitdem sie die halt in Battles of Legend Styles geprintet haben. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Ich meine, vielleicht liegt es auch einfach an den alternativen Farben, die natürlich die Götter haben. Ja gut, aber du kannst ja die Vanillas halt... Also gut, wir haben jetzt keine Vanilla-Quarter Centuries zum Vergleich. Kommt aber bestimmt noch irgendwann mal irgendwo. Ach ja, stimmt, wir haben mit Dark Magician und so in den Tints und so kommt das ja nochmal. Dann können wir mal vergleichen. Sie hätten ja auch einfach die, ich sag jetzt mal, die neue Sammel for the Century Secret, hätten sie ja auch ruhig einfach als Vanilla-Monster machen können. Du meinst die nur als Quarter Century kommt, genau. Ne? Ja, also das ist halt so unverschämt, weil das sind so Karten, halt, die werden halt nicht günstig, weil es gibt sie nur in der Rarity. Bis sie halt einen Reprint erst kriegen. Das finde ich schon halt. Das war halt so meine große Befürchtung. Damals in News, wenn das Konami macht, ganz schön Abfall. Jupp, Konami macht, das ist ganz schön Abfall.
Die ist halt so teuer wie eine Starlight. Ja. Aber die gibt's halt auch nicht sonst. Ja, vor allem, wenn die Spiel, wenn eine Spielbare mal mit dabei ist. Stell dir vor, da wäre Noir oder so, ist das Ding gewesen. Alter, die armen Spieler, die dann arm werden würden, da gilt dafür. Und einfach, oder sowas wie Thrust oder sowas werden würde. Weißt du, oh, schön. Ja, oder wie die alten Preiskarten. Ja. Gott, was hab ich nur so Preis hier? Hallo, wir brauchen noch ein paar Revolution-Sing-Konsole. Ja. Und vor allem, wo zum Henker ist Dings? Wo ist mein da Korridor? Soll ich das Deck dann mit einem spielen oder was? Noch einen Line vielleicht. Mal schnell Expresslieferung kaufen oder so. Das kann doch nicht wahr sein, dass die coolen Karten, die ich will, nicht dabei sind. Infernobolites würde ich vielleicht auch mal ausprobieren, weil ich habe das 2020 nicht gespielt, weil es gab keine Locals. Konnte ich es halt schlecht spielen, als es rauskam, weil halt alles dicht. Hätte ich mal Lust. Weil ja. Ich bin ein großer Noble Knight an sich Spielfehler-Fan. So. Mit den Feuerboys habe ich noch nie gespielt. Cool Space, let's go. Ja, oh, noch ein Visas. Blablaboy. Nee, ich glaube, das ist auch ein Deck, was sehr beliebt werden wird. Ja, das kann auch noch. Dieser ganze Manadium Scarecrow-Haufen. Ja, die sind ja jetzt auch mit. Was war das hier unterwegs mit. Was haben wir jetzt alles gekauft? Von den Synchros. Ich hab jetzt im Kopf. Oh. Bespeichern unsere ganzen Spaß. Mhm. Wo ich so, oh, ich grabe jetzt mal die ganzen alten Premium World Rares aus. Premium Secret Rare, keine Ahnung, Gold Secret Rares raus. Hab noch irgendwie 6 davon gefunden. Erstmal die Liste gleich weggesaugt, danke. Für den Preis nehme ich sie gerne weg. Ja, mal gucken. Ich habe nur gehört, dass. Also, ich habe mal dagegen gespielt und eine Draw geworfen, das fand er nicht so schön. Ja. Und jemand, der Bestien spielt, sah, hat auch ein gutes Matchup, weil dann der gute Tuner geritten ist. Ja, aber. Also, ich habe das Gefühl, du brauchst schon 2 Bestien. Ja, ja, die machen dann nicht mehr ganz viele Zehner so raus, sondern eher so ein bisschen kleineren Kram, aber. Kann ja trotzdem besser sein als ich. So, mein letztes Display, oh mein Gott. Ja, bei mir auch. Bei mir natürlich noch nicht. Nicht, dass wir am Ende zu enthusiastisch waren. Ja. Nach den ersten 3 Protestanten. Doch, da, wir haben noch Platz, da kann man noch ein bisschen schieben hier. Es fehlt ja auch noch eine Secret immer noch. Ja. Also mindestens eine, vielleicht sogar noch mehr. Ich habe überhaupt keinen Überblick gerade. Ja, Dark Corridor fehlt noch. Ja. Kann ich jetzt noch Spirits nicht? Wir haben auch hier zum Teil echt von einigen Ultras erst eine. Ja, das hatte ich. Wir hatten, glaube ich, in Futter und Hypernova haben wir die Dame der Roma kennen gar nicht gezogen. Ja. Und ich habe letztens. Ah, er verfolgt mich. Oh. Vielleicht sind wir doch nicht mehr mit dir oben. Yeah. Geh weg. Gott, das wird schon wieder so dieses schlechteste Case-Opening aller Zeiten. Das reiht sich hintereinander bei den Hauptsets gerade. Die Hauptsets sind immer Trash. Mhm. Das Beste war vielleicht noch Photon Hypernova. Das ist doch schon mal gut. Guck mal. Ah, das ist schon mal gut. Photon Hypernova war, glaube ich, so mit noch das Beste, weil da hatte ich dann 3 Thrusts. Das war so, danke at least. Nicht so wie, ich mache 3 Cases auf und ziehe keinen einzigen Topf raus aus der Tin. Aber aus einem einzelnen Tin für Konami im Opening ziehe ich einen, ne? Okay. Und danach auch noch mal quasi ein ganzes Case noch mal nachgezogen. Den haben wir auch noch nicht. Den neuen Quasar. Ja. deswegen werden auch die Quasars gekauft. Die kann man mit dem Quasar rauscheaten. Aber ich glaube, der ist sogar sauber Synchro beschworen dann, oder? Wenn der ja, das wird als Synchro beschworen. Ja, daher, so echtes Cheaten ist es nicht. Ja. Ah. Duelist Nexus, danke wieder für nichts. Ich bin mal gespannt, wie ich mein Deck dann nur mit 1-2 Karten spiele von bestimmten Sachen. Hier, sagen. Extra Challenge. Das einzige schon mal schön, dass ich nicht noch mehr davon habe ich genug jetzt. Ja. Ja, genau einen Flasher jetzt, oder? Ja. Mal Quarter Centuries mitzählen. Oh Gott. Why? Ich habe so viele von denen, ich habe schon 2 so gezogen. Ah, das Set mag mich auch nicht. So, jetzt aber noch mal eine Quarter Century einfach so, weil das waren ja schon 2 Secrets. Nochmal so richtig hingespuckt. Oh, guck mal. Oh, Revolution. Aber immer noch kein Dark Corridor. Ja. Ich baue noch 2 eigentlich.
Sonst muss ich leihen. Und dann muss ich rumfragen, wer alles im Dark Corridor hat. Da wird niemand wissen, ob was für ein Deck du bist. Bis zum Wochenende. Das ist halt nichts. Ich weiß, wer auf der Sneak eingezogen hat. Den kann man fragen, wenn er dabei ist. Und ansonsten, beziehungsweise ich kann das halt die anderen fragen, dass ich gleich mitnehmen. Von ihm. Oh. Seriously, noch einer? Tut mir leid. Ich kann doch nichts dafür. Ich verstehe nicht, warum die Sets so schlecht zu mir sind. Warum sind die so schlecht? Unbelievable. Alles One-Offs. Und keine Korridors. Weiß ich nicht, ich hab viele Hunde. Ja, viele Noirs, das ist nicht verkehrt. Ich glaube, wir haben doch noch Platz. Das ist jetzt der Platz für den Korridor. Ich habe den Korridor geschaffen. Die große Enttäuschung, wenn kein Korridor dabei ist. Sollte ich meine Decks niemals vorplanen, glaube ich, weil das ist das Safeste. Andere Decks wären nicht so safe. Nein, natürlich ist das Unsafeste, von einer Karte vielleicht zwei zu ziehen. Das wäre zu viel gefragt. Das ist die. Die bessere Field Spell. Ich habe auch nur irgendwo hier gerade edle Ritter der Tafel unten rumliegen. Gute Field Spell Kappa. Ja, Jule hat noch eine Secret, glaube ich. Das war's dann. Dann haben wir nichts mehr, oder? Ich habe auch noch eine. Du hast auch noch eine, ja. Glaube ich. Also es seien sie... Es kann natürlich Triple Secret geben. Das gibt's manchmal auch. Das hatten wir ja früher auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit den Quarter Centuries sich geändert hat. Viele Charles. Gutes Link 1er. Ja. Dummes Link 1er. Ja, ist auch... Drei Secrets! Ja, drei Secrets! Der Korridor. Yo, nice! Oh, das beruhigt mich jetzt. Drei Secrets, okay. Aber ich brauch trotzdem noch einen. Ja, den kriegen wir auch noch. Ich spiel zwei, weil die Clock zu mal. Digga, ich bin drei davon spielen. Es gibt Leute, die das considered haben, weil sie als einen der einzigen Dark World-Karten Once per Turn ist. Ja. Wo man ja sehr, sehr viel nachzieht. Mal gucken. Vielleicht sagen wir, dass das dann die beste ist dann, Choice. Nachher die Theorie dahinter. Ja. kann sein, dass wir dann vielleicht eine Extra-Secret haben? Wegen mir. Wir wollen den Korridor. Wir wollen den Korridor. Oh, das ist nochmal die losgekettete Seele. Die hab ich noch gar nicht. Das heißt, wir haben sau viele von dem hier, glaube ich. Ja. Und die da. So, meine letzten zwei Packs. Ihr seid auch schon gut dabei. Ja, ich hab noch ein bisschen. Ich hab noch mehr. So, dann nehme ich mir noch ein paar von dir. Ja. Was denn noch? Oh, ja, nehme ich die hier. Da habe ich die Secret nicht laufen. Willst du noch eins von zwei haben bei mir? Und eines ist Secret drin. Nein, nein. Nee. Die Secret habe ich ja gerade. Glaube ich zumindest. Hattest du gerade eben? Nein. Ah, den Nova. Der Drache ist gut. Okay, ich wusste nicht, ob ich dir das sagen darf. Der Drache ist die zweitbeste Karte im Set. Das kann ich ja nicht wissen. Bisher hast du dich nur beschwert. Ja, warum denn nur ein Korridor? Wie kann das denn sein? Wie kann man so viel Pech haben wie ich? Jedes Mal, wenn man sich wünscht, coole Decks zu spielen, darf man sie nicht spielen. Ja, war keine Secret drin? Dann habe ich mich vielleicht geirrt vorhin. Tja, dann enden wir jetzt wieder nachher nach. Auf Minus. Möchtest du noch den letzten? Göttliche Domäne. Wo war die nochmal? Da. So. Nope. Mann. Naja, gut, dann werden wir kurz aufräumen und dann sehen wir uns zum Recap wieder. Bis gleich. So, dann fangen wir an mit dem Recap und steigen ein erstmal mit den Super Rares. Hiha. Wir haben Ursaktischer Polarstern und zwar haben wir davon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. Dann haben wir Telemachek Claudis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück. Dann haben wir Chimäre, das Illusionsungeheuer. Das kann nicht stimmen, dass das nur 1 ist. Das habe ich irgendwo anders. Ja, kommt gleich nochmal wieder. Ja. Teaser.
Chimärenfusion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. Ursprung des Duellanten. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Das sind relativ wenig. Neue Welt. Amritara. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Bisschen mehr. Synchro-Gegenkraft. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Verwandende Fallgrube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Es werden wieder mehr. Du bist am Ende. Ja, das stimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und da ist sie wieder. Chimäre, das Illusionsungeheuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal. Woo! There we go. Magnum der Ablöser haben wir hingegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal. Es wäre ungünstig, wenn das die gleiche Zahl gewesen wäre. Wir sind aber noch nicht durch, Freunde. Wir haben noch so viel mehr. Wir haben Wachposten der Tina. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal. Was nur? Das ist nur ganz schön wenig. Ich hab's auf das Knie gezogen. Ja, dann hast du einen mehr. Testalos, der Schattenfeuermonarch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal. Was ich noch schlechter kann als zählen, sind Namen vorlesen. Jagdhund der Testina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal. Was ist ein Doggo? Es ist ein Doggo, ja. Alter Geist Peritrator. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Mal. Manadium glühend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal. Oh mein Gott. Ultimativer glänzender Ritter. Ursatron Alpha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal. Das sind so viele Karten. Mächtiger Dino-König Rex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal. Ich glaube, das ist die Zahl, die ich bis jetzt am häufigsten gesagt habe. Rotäugiger schwarzer Meteordrache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal. Schon wieder. Es pendelt sich ein. Alter Geist. Schad Wisp. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Mal. Ich glaube, der Durchschnitt ist 8,3 Super Rares pro Case. Also das kommt ganz gut hin. Ja, wo ist die Komma 3? Realisierte Traumrealität von Nimliria. 1, 2, 3, 4, pro Super 5, Rare. 6, 7, 8, 9, 10. Du ziehst 8,3 im Schnitt durch den ganzen Case. Das kommt schon wenig. Gazelle, König der mythischen Krallen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Großflügliger Baphomet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es werden mehr. Magier der Ergebenheit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, werden doch weniger. Spiegelschwertritter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vermittler Ritter. Ricardo. Daniel Ricciardo, Ricciardello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, was sind Zahlen? Flamedler Ritter Turpin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wuh! Sind wir durch? Nice, dann kommen wir zu den Ultra Rares, da haben wir 49 Stück gezogen, das heißt, wir haben eine Ultra Rare mehr rausgezogen aus diesem Case und da fangen wir erstmal an mit der göttlichen Domäne Battistina, die haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal. Dann haben wir den Halbgott der Testina, haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Dann haben wir flammenedle Waffen, das kann ich von da oben nicht lesen, Almace, haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Dann haben wir die Fusionsbewaffnung, die haben wir 3 Mal, ne 4 Mal. Das habe ich mir gut gemerkt, nein, habe ich nicht. Dann haben wir Kaiser Charles den Großen, den haben wir gleich auch 4 Mal. Noch eine alternativen Rarität. Dann haben wir Edle Waffen Museum, die haben wir auch dreimal. Dann die Hita haben wir ein einziges Mal, ganz schön wenig. Dann die Angelika, Edle Waffen Prinzessin, haben wir 1, 2, 3, dreimal. Den kosmischen Quasardrachen, den haben wir einmal. Epiole Noir haben wir viermal. Die losgekettete Seele Lord von Yama haben wir dreimal. Dann Arahime, die manifestierte Mekanko, haben wir nur einmal. What? Das ist, wow. Okay, ich habe mehr daraus aus den Boxen gezogen. Okay. Dann haben wir Schmiere, den König der Phantomungeheuer, haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Mal.
Alter Geist, Adminia haben wir 4-mal. So, und dann kommen wir zu den Secret Rares, von denen wir 24 gezogen haben, wenn ich mich recht entsinne. Eine ganz saubere Zahl. Da haben wir insgesamt 5-mal Visas Amritara, dann Albtraummagier 3-mal. Kam mir mehr vor. Ja, der kam mir auch kommt mehr noch. Vor. Feuerroter Drache 2-mal. Tokusano Shinkyojin 1-mal. Volsa Lars. Sehr gut. Dann leider auch nur ein finsterer Korridor. Sündhafte Beute des Verrats Schlangenauge auch 1-mal. Dann zum Glück 3-mal Revolutionssynchron. Da freut er sich. Dann haben wir 4-mal Kristallgott Vestina. Und 3-mal Sleipnir die Ironische Mähne. Genau, und dann kommen wir noch zu den Quarter Century Secret Rares. Also da sind wir wieder in demselben Schnitt, wie wir es bei unserem letzten Case Opening von Battles of Legend Monstrous Revenge gewesen sind. 3, das heißt alle 4 Displays eine Quarter Century. Mir gerne noch vielleicht einfach, weiß ich nicht, vielleicht noch für zum Korridor gewünscht. Das wäre schön gewesen, aber am Ende haben wir halt einmal den Albtraummagier, nochmal quasi, dass wir dann den 4-mal haben. Hier noch einmal als Quarter Century. Dann den Kaiser Charles den Großen haben wir da nochmal, auch in Quarter Century. Und dann nochmal den Kristallgott Tistina, was sind das, 5 oder 6 jetzt davon? Eine Menge davon auch noch mit dabei. Ein Case, was hätte bestimmt ein bisschen besser sein können, meiner Meinung nach. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das vielleicht anders euch vorstellt oder ob genau wir das gezogen haben, worauf ihr Bock hättet. Bei mir ist es nicht ganz so, ich hätte gern Dark World Playable gehabt. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das jetzt improvisieren halt vor ein paar Tagen. Will ich schon irgendwie hinkriegen. Und was interessiert euch vom Set? Habt ihr euch auch selbst einen Case aufgemacht? Einzelne Displays? Wie waren eure Pull-Ratios? Erzählt mir das. Und ich hoffe, euch hat soweit dieses Case-Opening gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das war's dann hier von uns. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.